Das Tätowieren ist eine persönliche Geschichte, eine persönliche Ebene. Und wenn die Kunden mir halt persönliche Dinge anvertrauen, die berührend sind, dann würde ich die für mich behalten wollen. Egal, ob es jetzt irgendwelche familiären Sachen sind oder keine Ahnung, das sind einfach Dinge, die behalten wir für uns. So, ne? Also die Berührung geht in dem Sinne ja schon los, wenn die Leute uns am Telefon sagen, was sie vorhaben und was dahinter steckt. So. Wenn Sie das noch nicht sagen, dann sagen Sie spätestens in unserem Vorgespräch, wenn Sie hier sind und wir stehen uns gegenüber. Dann fragen wir auch, warum dieses Tattoo ist und was dahinter steckt. So, ne? Sofern Sie das erste Tattoo bekommen und noch keine Kunden von uns sind. Und da kommen durchaus mal halt Themen zum Vorschein, die halt sehr berührend sind. Und die kann und will ich auch gar nicht irgendwie weiter ausführen. Also ich persönlich habe eigentlich gar keine Berührungsängste, egal ob ich mich mit den Leuten unterhalte oder auf der Straße treffe oder ich sage auch zu fremden Leuten guten Tag und wie geht's so. Ne? Und wenn ich die halt tätowiere, dann ist es natürlich nochmal auf eine absolute Ebene, weil ich so körperlich so eng an denen dran bin und ich mich freue, dass sie mir das Vertrauen schenken, arbeiten zu dürfen. So, wie ich schon sagte, ich bin seit über 30 Jahren Künstler und für mich ist das Tätowieren das absolute Endlevel, was man eigentlich machen kann, an einem menschlichen Körper seine Kunst zu bringen. Das finde ich toll. Manche wollen wirklich nur ein Tattoo haben und dann ist es okay. Ich glaube nicht, dass da der Schmerz im Vordergrund steht, sondern die wollen wirklich nur das eine haben und dann ist es okay. Die Tätowierungen, die ich hier habe, die sind alle sehr maritim angehaucht, weil ich halt aus einer Seestadt komme. Das hat zum Anfang schon immer eine gewisse Bedeutung, dass man versucht, das irgendwie mit einzubringen und irgendwelche Message für sich hat oder wie auch immer. Aber im Großen und Ganzen hat das später keine Bedeutung mehr. Jeden Tag ist es was absolut Neues und das fertige Produkt und sofort zu sehen und die Reaktion vom Kunden, das mitzubekommen, ist das A und O. Und wenn man dann halt bei den Leuten in den Augen sehen kann, dass sie halt glücklich sind, das ist total gut. Das berührt einen selber auch.